Jeder von Ihnen, liebe Zuschauer, wird schon einmal im Internet gesurft haben. Da gibt es ja auch so viele scheinbar ganz harmlose Serviceangebote. Dann klickt man die Seite an und bekommt anschließend eine saftige Rechnung, weil man Kostenhinweise übersehen hat. Und wenn man dann nicht bezahlt, ja, dann gibt es Mahnungen und Klagedrohungen. Verbraucherschützer schätzen, dass hierzulande Monat für Monat über 20.000 Menschen in irgendwelche Online-Fallen tappen. Meine Kollegen Oliver Keutig und Jochen Schulze zeigen Ihnen jetzt Maschen der Internetabzocker und beginnen ihre Reportage mit einer Hausdurchsuchung bei einer Firma, die die Staatsanwaltschaft ins Visier genommen hat. Alarm im hessischen Rottgau. Die Kripo steht vor der Tür. Was passiert hier? Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchen die Geschäftsräume einer Firma. Es geht um massenhaft verschickte Rechnungen für die Nutzung bestimmter Websites. Das Problem: Den Nutzern war oft nicht klar, dass sie dafür Geld zahlen sollen. Mitarbeiter verbergen ihre Gesichter, wollen oder dürfen nicht sagen, was sie tun. Arbeiten Sie hier zufällig? Was machen Sie denn in der Firma? Warum sagen Sie denn nichts? Der Verdacht: Hier werden Geschäfte mit sogenannten Kostenfallen gemacht. Die funktionieren so. Kunden melden sich auf Websites an und übersehen, dass sie damit ein Abonnement abschließen. Ein Mitarbeiter verteidigt die Firma. Das ist keine Abo-Falle. Das ist keine Abo-Falle? Nein, das ist keine Abo-Falle. Das sind die Dummen, die nicht lesen können, die Sie vertreten. Er meint, jeder Kunde hätte wissen müssen, dass die Online-Dienste etwas kosten. Doch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gehen noch weiter. Die Vermutung, von hier aus werden möglicherweise Rechnungen an Menschen geschickt, die nie auf diesen Internetseiten waren. Frankfurt am Main. So sei es bei ihr gewesen, sagt Rechtsanwältin Petra Marwitz. Seit einem Jahr erhält sie dubiose Rechnungen. Irgendwann bekam ich eine Zahlungsaufforderung. Aha. Und ich wurde aufgefordert, hier, ich hätte einen Vertrag abgeschlossen, 12 Monate, Zugang Namen und Ahnen.de, 89 Euro. Die Firma behauptet, Petra Marwitz habe sich auf ihre Internetseite angemeldet. 134 Euro werden inzwischen gefordert. Wenn ich da also nicht jetzt entsprechend geschult wäre, da würde das sehr erheblichen Druck auf mich ausüben und ich würde wahrscheinlich zahlen, damit ich einfach meine Ruhe hätte. Die Anwältin zeigt uns die Internetseite, um die es geht. Namen und Ahnen.de. Wer sich hier anmeldet, bekommt Informationen über seinen Familiennamen. Petra Marwitz aber sagt, sie sei nie auf dieser Website gewesen. Nie. Sie waren also nie auf der Seite? Nein, nein, nein. Und warum bekommen Sie dann Post von der Seite? Weil man meine Namen und Kontaktdaten wahrscheinlich irgendwoher genommen hat und mich einfach angeschrieben hat. Die Rechtsanwältin wird nicht zahlen, doch so manch einer lässt sich von Rechnungen und Mahnungen einschüchtern und überweist. Die Internetseite Namen und Ahnen.de. Hier kann man erfahren, was ein Name bedeutet und ob man mit Prominenten verwandt ist. Ein Gewinnspiel lockt mit 5.000 Euro in bar. Über ein ähnliches Internetangebot urteilte 2008 das Oberlandesgericht Frankfurt. Die damaligen Betreiber hätten in der Absicht gehandelt, Kunden zu täuschen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Wichtigster Unterschied: Auf der Seite Namen und Ahnen.de gibt es einen deutlicheren Kostenhinweis. Bad Homburg, der Deutsche Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität. Hier hatte man gegen die Betreiber der Website geklagt und vor dem Oberlandesgericht Frankfurt Recht bekommen. Kostenhinweise auf Internetseiten müssen klar erkennbar sein, meint Rechtsanwalt Peter Solf. Im Interesse des Internetsurfers wird eben seitens des OLG sehr deutlich ausgeführt, dass eben diese Art der Darstellung auf Täuschung angelegt ist. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die umstrittene Internetseite genealogie.de gibt es immer noch. Das nahezu identische Angebot existiert auch unter der Adresse namen und ahnen.de. Beide Seiten werden heute mit einem zusätzlichen Kostenhinweis von einer neuen Firma betrieben. Sondern jetzt eine Firma GoWeb Limited. Der Verdacht: Wenn es Ärger mit der Justiz gibt, dann gründen die Hintermänner schnell neue Firmen. Immer sind es sogenannte Limiteds mit Sitz in England. Rechtsanwalt Peter Solf erklärt, die Seite Namen und Ahnen.de wurde zunächst von einer Firma Ahnenforschung Limited betrieben. Und noch später dazugekommen ist eine Firma GoWeb Limited, die jetzt Namen und Ahnen.de betreibt. Verschiedene Firmen bieten nacheinander ähnliche Internetseiten an. Ja, theoretisch ist es schon möglich, dass die Seite als solche einfach weiterverkauft wird. Das geht schon. Was einem nur zu denken gibt, ist die Tatsache,
dass die Inhalte im Grunde genommen unverändert sind. Als Geschäftsführer der Firma Genealogie Limited war Michael B. angeklagt. Seine Internetdienste führen heute andere. Zur Ruhe gesetzt hat er sich nicht. Hier hat Michael B. heute seine Firma, Rottgau in Hessen. Die Büros aufwendig gesichert, mit Zaun, Stacheldraht, Scheinwerfern und Kameras. Wir vermuten, die Rechnung an Internetnutzer, die in Kostenfallen getappt sind, von hier aus werden sie verschickt. Ein Kurierdienst holt regelmäßig jede Menge Briefe ab. Wie oft machen Sie das in der Woche? So 5-mal. 5-mal? Ja. Wie viel holen diese da so ungefähr ab? Das ist unterschiedlich. Mal sind es 10 Kisten, mal sind es 40. So viele Briefe? Ja. Werden von hier aus massenhaft Rechnungen und Mahnungen verschickt? Darüber möchten wir mit Michael B. sprechen. Wir klingeln. Doch die Tür bleibt zu. Niemand meldet sich. Doch man hat uns mit Sicherheit längst gesehen. Hinter der Stahltür versteckt sich ein Mitarbeiter. Können wir wohl bitte mit dem Herrn B. sprechen? Hören Sie mich oder möchten Sie mich nicht hören? Später teilt uns Michael B. schriftlich mit, seine Firma verschicke Briefe für andere Unternehmen. Ob es sich hierbei auch um die Rechnungen der Firma GoWeb Limited handelt, will er nicht sagen. Das sei ein Geschäftsgeheimnis. Landgericht Frankfurt. Hier ist Michael B. ein alter Bekannter. Richter Klaus Wiens zeigt uns die Akten. Wohin gehen wir jetzt? Das ist der Aktenraum, in dem diese Akten lagern. Ja. Jedenfalls unter anderem. Mehrere tausend Anzeigen liegen hier vor. Anzeigen von Menschen, die sich wehren, statt zu zahlen. Es geht um den Vorwurf des Betruges im Zusammenhang mit Internetseiten, die für gewöhnlich kostenlose Leistungen enthielten, für die aber dann eben entsprechende Gebühren, Gegenleistungen gefordert wurden, was für einen großen Teil von Nutzern überraschend kam. Auf vielen Internetseiten, hinter denen Michael B. vermutet wird, sind Internetnutzer in Kostenfallen getappt. Hier haben wir das Vorlagenarchiv, Grußkartenversand, Kochrezepte, das auch relativ häufig in Anspruch genommen wurde. Das ist jeweils hier nach den Fallarten sortiert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen Michael B. laufen weiter.